In diesem Video zeige ich Ihnen, wo Sie Ihre Listen finden und wie Sie diese managen können. Wir gehen im Backoffice hier auf E-Mail-Listen. Und nun sind Sie in Ihrem E-Mail-Roboter respektive in Ihren Listen. Und wie Sie hier sehen, hat es verschiedene Projekte. Das sind hier als Beispiel 6 an der Zahl. Und Sie können immer pro Projekt Listen managen. Warum haben wir das so gemacht, wenn Sie jetzt ein Produkt haben? Dann sind diese Interessenten und Kunden hier zu finden. Und wenn Sie ein E-Mail, also ein Video-E-Mail, ein Video-Newsletter oder Audio-E-Mail schicken an diese Interessenten oder Kunden für dieses Produkt, dann machen Sie das eben bei Produkt 1. Das gleiche können Sie dann bei Produkt 2, Produkt 3 und so weiter machen. Damit haben Sie immer Klarheit, aber Sie können selbstverständlich auch sagen, so, und jetzt möchte ich gern vom Projekt 2, den Funnel vom Projekt 1 an die Interessenten und Kunden von Projekt 1 schicken. So, jetzt können Sie hier zum Beispiel mal jemanden suchen. Sie sagen, ich habe jetzt nur einen Teil des Namens zum Beispiel, gebe das jetzt mir hier ein und gehe auf Suchen. So, und dann sehen Sie, es hat einen Eintrag gefunden, der stammt vom 13.10.2019 um 10.39 Uhr und 41 Sekunden. Die gesamte Adresse heißt formula4winners@gmail.com. Das können natürlich auch andere Angaben sein, wie Name, Adresse und so weiter und so fort, je nachdem, was der Kunde Ihnen gegeben hat. So, jetzt hat der Kunde die Möglichkeit, im Datencenter seine Daten zu sehen, zu korrigieren, zu ergänzen, selbstverständlich auch zu löschen. Jetzt, wenn der Kunde das nicht schafft oder der Interessent es nicht schafft, dann kann er Sie natürlich bitten, das ist ja heute gesetzlich vorgeschrieben, dann können Sie das auch tun, indem Sie hier auf Hier klicken gehen und dann kommen Sie ins Datencenter und da sehen Sie jetzt, welches Projekt jetzt gerade in Bearbeitung ist und dann sehen Sie jetzt hier die E-Mail-Adresse. Jetzt, wenn der Kunde sich austragen lassen will, dann können Sie hier draufklicken und dann wird diese E-Mail-Adresse gelöscht und damit kann er auch nicht mehr angeschrieben werden. Sie können aber diese E-Mail-Adresse selbstverständlich auch ändern, wenn der Kunde sagt, ich habe eine andere E-Mail-Adresse. Sie können löschen und wenn Sie diese Änderungen vorgenommen haben, dann klicken Sie bitte hier auf Speichern und dann ist diese Änderung vorgenommen. So. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, wir schauen uns mal das Projekt 1 an. Da sehen Sie, es ist ein großes Projekt, es hat verschiedene Funnels drin, zum Beispiel hier. Es hat aber hier E-Mails drin, das sind periodisch zu verschickende E-Mails. Wenn Sie sagen, ich tue jedes Vierteljahr einen Newsletter rausschicken, der mehr oder weniger immer dasselbe ist, oder einmalige E-Mails an Personen, die Sie schon verschickt haben. Dann haben Sie einen zweiten Sales Funnel, einen dritten Sales Funnel, hier mit einer Verkaufsseite und hier mit mehreren Verkaufsseiten, mit Upsell und Cross-Sell, Downsell und so weiter und so fort. Nur, dass Sie sehen, was da alles drinnen ist. Und jetzt können Sie sagen, jetzt schaue ich mir mal die Liste der Kunden an. Da hat es einen drin. Und dann schaue ich mir die Liste der Interessenten an und da hat es drei drinnen. So, das ist mal die Übersicht, dass Sie wissen, wie viele Kunden Sie haben. So, die Details dieser einzelnen Angaben finden Sie jetzt im Kalender. Sie sehen es hier im Oktober, am 9., am 13., am 14. rote Felder und jeweils eine Zahl drin. Die Zahl bedeutet, dass sich an diesem Tag ein, da auch ein und da zwei Interessenten eingetragen haben. Ist da ein blaues Feld, dann heißt es die Klicks auf Ihren Funnel und ist es ein grünes Feld, dann sind das Kunden. So, jetzt klicke ich mal hier drauf und schauen wir mal, was da drinnen steht. Da sehen Sie jetzt, es handelt sich um das Projekt 1, Modul 1, Lead Funnel, Seite 3. So, um jetzt die Details anzuschauen, klicken Sie bitte hier links auf dieses kleine Dreieck und jetzt sehen Sie die verschiedenen Angaben. Sie sehen, es ist diese E-Mail-Adresse hier. Sie sehen den ersten Tag, wann sich diese Person eingetragen hat, also 9.10.19 um 14.35 Uhr und 20 Sekunden. Sie sehen aber auch, dass die Person sich nochmal eingeloggt hat. Also Sie haben dann ein Bild, dass Sie sagen können, okay, der Kunde macht viel oder der Interessent macht viel oder macht gar nichts.
Wenn er sich sehr oft einloggt, dann wissen Sie, der hat Interesse und so weiter und so fort. Jetzt haben Sie hier die Möglichkeit, einfach einen Text einzugeben. Dazu gehen Sie hier bitte auf das Pluszeichen und geben dann irgendeinen Text ein. Speichern das bitte ab. Sie können es auch wieder löschen. Speichern das ab. Und jetzt sehen Sie in den Bemerkungen Kommentar. Und so können Sie für Ihre Interessenten und Kunden, je nachdem, was für Aktionen erfolgen, was Sie noch tun müssen, das aufschreiben und haben damit eine Datenbank mit allen wichtigen Informationen, die den Interessenten respektive Kunden anbetreffen. So, mit diesen beiden Dingen hier können Sie auch noch managen. Sie können, wenn das nicht angeklickt ist, dann wissen Sie, diesen neuen Interessenten habe ich noch gar nicht angeschaut. Wenn Sie ihn angeschaut haben, jetzt wie gesagt hier eine kleine Bemerkung geschrieben haben, dann wissen Sie, okay, auf einen Blick mit dem Kunden habe ich mich also schon, oder mit dem Interessenten habe ich mich schon beschäftigt. Wird dieser Kunde, dieser Interessent, Entschuldigung, Kunde, dann können Sie hier anklicken. Kauft er etwas über das Online-System, also zum Beispiel Digistore24, dann tut das System das automatisch erkennen und tut selbstständig hier Kunde anklicken. Aber wenn jetzt der Kunde etwas offline kauft, ja, dann weiß das System das nicht, dann können Sie das manuell machen und sagen, okay, jetzt ist das ein Kunde geworden und somit haben Sie immer den Überblick. Und der Moment, wo Sie Kunde anklicken oder das System Kunde anklickt, dann wird der automatisch von der Interessentenliste hinüber in die Kundenliste geschoben. Und so können Sie das gesamte Listenmanagement betreiben für alle Ihre Funnels, für alle Ihre Listen, ob es Interessenten oder Kunden sind, und haben immer den Überblick.